Leute, wir haben es tatsächlich gepackt. Wir haben bewiesen, dass 100 Leute anscheinend nicht mit ihrem Finger klarkommen und sich auf diesen Abonnieren-Button verklickt haben. Seitdem wir diese Zahl erreicht haben, habe ich nur ein Ziel. Eines Tages möchte ich genau wie diese Person sein. Vorsichtig. Vorsichtig. Schön gerade, ja. Ja, super, super. Die Explosion ignorieren wir mal. Ich fühle mich gerade wie so ein Rapper, der gerade seine ersten 100k geschafft hat. Nee, aber jetzt mir einfach wirklich vielen, vielen Dank für den kranken Support in letzter Zeit. Wir haben bei dem Bonnie-Video schon über 50 Likes geknackt und ich hätte echt nicht gedacht, dass es wirklich so gut bei euch ankommt. Aber auch generell. Früher hatte ich bei jedem Video nur so 1 bis 4 Likes ungefähr. Und jetzt bei jedem Video mindestens 5 bis 10 Likes. Leute, wirklich, no joke, vielen, vielen Dank für den kranken Support. Den meisten Support habe ich aber Relaxing Gaming zu verdanken, da ja auch viele meiner Abonnenten von ihnen gekommen sind. Und wir hatten da ja auch diesen Podcast zusammen, war auch richtig geil, hat mir auch mega Spaß gemacht. Und deswegen wirklich, no joke, wirklich vielen, vielen Dank an ihn. Und an Tim und an Gabriel und an Dennis. Ach egal, alle gehören zur Relaxing Gaming Crew. Deswegen wirklich vielen, vielen Dank an euch. Der Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Und was kann ich jetzt noch machen, damit ich das Video auf 10 Minuten strecken kann? Spaß, wahrscheinlich 10 Minuten, ne? Sonst sitze ich noch den nächsten Tag an diesem Video. Also, was könnte ich euch denn jetzt noch erzählen, um euch sehr gut es geht, den Tag zu versauen? Ich weiß es. Kennt jemand noch die Geschichten der 3 Uhr Nachts Challenge? Ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich habe sie früher, als ich jung war, einmal ausprobiert. Und Leute, es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ich wollte mal die Bloody Mary Challenge um 3 Uhr nachts ausprobieren. Und so ging mein jüngeres Ich um 3 Uhr nachts vor den Spiegel ins Badezimmer. Ich legte Kerzen aufs Waschbecken und drehte mich dreimal im Kreis, während ich dreimal sagte: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Doch was dann passiert, wird mir tatsächlich niemand glauben. Leute, es ist wirklich passiert. Ich habe bis heute noch ein Trauma davon und es fällt mir wirklich sehr schwer, abends einzuschlafen. Okay, wie gesagt, was daraufhin passiert, wird mir niemand glauben. Auf einmal öffnet sich wie von Geisterhand die Tür des Badezimmers. Mein Vater kam rein, klatscht mir Teig ins Gesicht und sagte: Halt deine Fresse.